Märchen und Fabeln. Hänsel und Gretel. Nacherzählung und Übungen von Lisa Suet. Erste Eli-Lektüren. Copyright Eli 2017. In einem kleinen Haus im Wald lebte ein Holzfäller mit seinen zwei Kindern und ihrer Stiefmutter. Der Junge hieß Hänsel, das Mädchen hieß Gretel. Die Familie war sehr arm und hatte nicht genug zu essen. Wir haben Hunger. Wir wollen etwas essen. Wir haben nur für zwei Personen genug zu essen. Eines Abends hatte die böse Stiefmutter eine Idee. Wir haben nur für zwei Personen genug zu essen. Nimm morgen Hänsel und Gretel mit zur Arbeit und lass sie tief im Wald zurück. Dann haben wir genug zu essen, sagte sie. Aber sie sind doch meine Kinder. Ich lasse sie nicht allein im Wald zurück. Ich will nicht, dass sie sterben. Wenn sie bleiben, sterben wir alle vier. Die Kinder hörten ihre böse Stiefmutter. Gretel war traurig und hatte Angst. Aber ihr Bruder hatte schon einen Plan. Am nächsten Tag nahm der Holzfäller Hänsel und Gretel mit zur Arbeit in den Wald und ließ sie am Abend allein zurück. Im Wald war es dunkel. Hänsel und Gretel hörten Geräusche. Schuhu! Was war das? Rief Gretel. Das war nur eine Eule, sagte Hänsel. Was machen wir jetzt? Wir wissen nicht, wo wir sind und wir haben nichts zu essen, sagte Gretel. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe mit weißen Kieselsteinen eine Spur gelegt. So finden wir den Weg nach Hause, sagte Hänsel. Hänsel war ein kluger Junge. Die Kieselsteine leuchteten im Mondschein und sie fanden den Weg nach Hause. Als die Stiefmutter die Kinder sah, sagte sie zum Vater: Morgen musst du die Kinder wieder in den Wald bringen. Am nächsten Morgen rief sie die Kinder und gab ihnen ein kleines Stück Brot. Dann ging der Vater mit ihnen in den Wald. Aber Hänsel hatte wieder eine Idee. Er legte mit Brotkrumen eine Spur. Wieder ließ der Vater sie abends alleine im Wald zurück. Komm, Gretel, sagte Hänsel, wir gehen einfach von Brotkrume zu Brotkrume, dann finden wir den Nachhauseweg. Doch die Kinder sahen keine Brotkrumen. Oh weh, die Vögel haben die Brotkrumen gefressen. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Gretel. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich passe auf dich auf. Versuchen wir, den Nachhauseweg auch ohne Brotkrumen zu finden, sagte Hänsel. Ein Vogel setzte sich vor ihnen auf einen Ast. Er sang ein wunderschönes Lied. Dann flog er weiter. Hänsel und Gretel beschlossen, dem Vogel zu folgen. Die Kinder waren immer noch mitten im Wald. Plötzlich sahen sie ein Haus. Es war kein normales Haus. Es war ein lustiges, kleines Haus aus Süßigkeiten. Hänsel, siehst du dieses Haus? Sagte Gretel. Oh, ein Haus aus Süßigkeiten, rief Hänsel. Die Kinder hatten großen Hunger. Sie blieben stehen und fingen an, Stücke des kleinen Hauses zu essen. Plötzlich öffnete eine alte Frau die Haustür. »Wer ist da mein Haus?« fragte sie. »Oh, entschuldigen Sie«, sagte Hänsel. »Wir wussten nicht, dass das Ihr Haus ist.« »Wir hatten Hunger«, sagte Gretel.
Ach so. Kommt herein, ihr lieben Kinder. Ich gebe euch etwas Gutes zu essen, sagte die alte Frau. Wer knabbert da an meinem Haus? Ist es vielleicht eine Maus? Auf dem Dach ist die Sahne so weiß. Wer isst Kekse, Lollis und Eis? Es sind zwei Kinder, Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel gingen in das Lebkuchenhaus. Die alte Frau kochte ihnen ein wunderbares Abendessen. Dann zeigte sie ihnen zwei schöne weiße Betten. Die alte Frau sah freundlich aus, aber sie war eine böse Hexe und sie hatte einen bösen Plan. Ich gebe dem Jungen zu essen, bis er dick ist, und dann esse ich ihn. Ich bin eine böse Hexe und lebe im Wald. Ich bin eine böse Hexe und lebe im Wald. Böse zu sein, das macht mir Spaß. Ich bin eine böse Hexe. Böse zu sein, das macht mir Spaß. Ich bin eine böse Hexe. Ich bin hungrig, ich bin hungrig. Ich esse dich bald. Ich gebe dir zu essen. Und dann ess ich dich auf. Ah, 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 ah. Zum Glück hörte Gretel die alte Frau. Sie erzählte Hänsel vom Plan der Hexe. Am nächsten Tag holte die böse Hexe Hänsel und steckte ihn in einen Käfig. Zu Gretel sagte sie, koche leckere Dinge für deinen Bruder, damit er schon bald dick ist. Aber Gretel hatte auch einen Plan. Sie gab Hänsel einen kleinen Knochen. Wenn die Hexe sagte, zeig mir deinen Finger, Hänsel, zeigte Hänsel den Knochen. Die Hexe hatte schlechte Augen, aber sie fühlte, dass Hänsels Finger noch zu dünn war. Eines Tages konnte die Hexe nicht mehr länger warten. Sie wollte endlich Hänsel essen. Ob er dick ist oder nicht, Hänsel wird heute mein Abendessen sein. Ich werde ihn kochen, sagte die Hexe. Der Ofen ist nicht genug heiß, sagte Gretel. Die Hexe öffnete die Ofentür. Blitzschnell stieß Gretel die Hexe in den Ofen und machte die Tür zu. Dann ging sie zum Käfig und öffnete die Tür. Hänsel und Gretel sahen sich das ganze Haus an und fanden Gold und Edelsteine. Sie füllten sich die Taschen damit. Hänsel und Gretel liefen durch den Wald. Wen trafen sie? Sie trafen ihren Vater. Er suchte seine Kinder. Sie gingen zusammen nach Hause und Hänsel und Gretel gaben ihm das Gold und die Edelsteine. Zum Glück lebte die Stiefmutter nicht mehr beim Vater. Jetzt können wir ein glückliches Leben führen und arm sind wir auch nicht mehr, sagte der Holzfäller.